Ja, liebe Deutschlandwetter, in diesem Video schauen wir mal ein bisschen genauer auf das Wetter am Wochenende. Sorry übrigens für die Hintergeräusche, ich bin gerade in der Stadt und muss das Video hier aufnehmen, weil ich sonst einfach keine Zeit finden werde heute. Schauen wir als allererstes mal auf die Wetterlage vom kommenden Freitag. Und da haben wir einige Tiefs über Deutschland, die wabern so umher. Und dort kann es dann halt kräftige Schneeschauer geben, die dann am Morgen schon zum Freitag nach Nordwesten reinkommen. Dort kann es auch kurzzeitig mal durch diese kräftigen Schneeschauer mal weiß werden. Schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf das Wetter am Freitag. Und dafür habe ich mir diese Karte, die jetzt kommt, rausgesucht. Und da sehen wir, von Nordwesten kommen dann diese kräftigen Schneeschauer auf, teilweise mit Gewittern durchsetzt, also eine richtig nasskalte Angelegenheit. Sogar im Flachland könnte der Schnee eventuell liegen bleiben. Da schauen wir aber am Ende des Videos auf die Schneehöhen nochmal besonders genau drauf. Schauen wir mal auf die Temperaturen, die es am Freitag geben wird, und die werden meist knapp über dem Gefrierpunkt liegen, bei rund 2-3 Grad im Westen, im Süden teilweise bei Dauerfrost, sonst, wie gesagt, bei leicht über 0. Am Rhein sind eventuell auch 3 Grad möglich, das sind aber dann wirklich die Höchstwerte. Im Westen, im Südwesten sind die Höchstwerte bei um die 4 Grad am Oberrhein. Schauen wir auf den Samstag und da sehen wir schon dieses kräftige Schneetief, das dann von Osten aufkommen könnte und dann am Deutschland, in ganz Deutschland aktiv sein könnte. Dieses kräftige Schneefallgebiet würde dann kräftigen Schneefall bringen. Sonst ist es in ganz Deutschland noch ruhig, es gibt keinen Schneefall, es bleibt trocken. Vielleicht in den Mittelgebirgen mal eine ein oder andere Flocke, die dort möglich ist. Schauen wir auch hier auf die Temperaturen, aber diesmal für den Samstag, und da sehen wir ähnliche Temperaturen. Am Oberrhein 3 Grad, sonst im Westen teilweise auch 2-1 Grad am Rhein. Sonst haben wir im Süden und Südosten weiterhin Dauerfrost mit Werten um die 0 bis minus 1, teilweise auch minus 2 Grad. Und in den Alpen haben wir sowieso Dauerfrost. Schauen wir mal auf die Wetterlage vom Sonntag. Und die sieht wie folgt aus. Wir haben so einen Tiefdruck, also so eine Schüssel, also so eine Kaltluftschüssel über dem Südosten, die dann vor allem Deutschland erfassen könnte, oder die Ausläufer dieser Tiefschüssel oder dieser Kaltluftschüssel mit diesen kräftigen Schneefällen, die es dann, wie gesagt, am Sonntag geben wird, teilweise auch mit kräftigen Schneefällen. Da habe ich mir dann wieder die gleiche Karte rausgesucht wie an den Tagen zuvor, und die sieht dann wie folgt aus. Vor allem in der Mitte haben wir dann kräftige Schneefälle, die würden sich dann unter leichter Abschwächung nach Westen ausbreiten. Im Westen ist dann auch örtlich Schneefall möglich, teilweise mal kräftiger, teilweise aber auch mal ein bisschen schwächer. Im Süden gibt es durchgehend dann den ganzen Tag fast so leichten bis mäßigen Schneefall. Und dazu haben wir folgende Temperaturen: im Süden beim Dauerfrost, im Westen teilweise nur 1-2 Grad. Und teilweise auch in diesem Schneefall könnten die Temperaturen teilweise auch unter den Gefrierpunkt sinken, die dann sowieso im Süden unter dem Gefrierpunkt liegenden Temperaturen werden dort dann auch durch die Nacht und bis in den Montag lang anhalten. Schauen wir mal auf die Schneehöhen vom Sonntagabend. Nach dem EZMWF-Modell, dieses Modell haut wieder sehr viel Schnee raus, und das sieht halt so, dass wir im Westen teilweise auch 8 cm haben werden, aber auch im Süden im Erzgebirge teilweise 30 cm, 35 cm, selbst im Norden 2 bis 4 cm. Info, das EZMWF-Modell lässt den Schnee eher schneller liegen. Hier eine andere Lösung, und zwar vom GFS-Modell. Dieses Modell würde auch im Osten sehr viel Niederschlag oder sehr viel Schnee als Niederschlag bringen. Teilweise 30 cm im Erzgebirge und Richtung Thüringen sind dann diese Schneehöhen zu erwarten. Im Westen würde nicht viel runterkommen. Also das wird sich jetzt im Laufe der Zeit noch so langsam einpendeln, die Wettermodelle. Also es bleibt weiter entspannt, vor allem am Wochenende, am Freitag, wie gesagt, die Schneeschauer. Und das war es dann auch schon von mir aus. Nochmal sorry wegen den Hintergrundgeräuschen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.